Hallo Thomas. Hi. Hallo liebe Zuschauer. Willkommen bei How About Your Moped. Heute geht's weiter mit dem Motor. Damit wäre die Schaltung jetzt schon mal so weit verbaut. Und wir können die schon mal testen, ob die funktioniert. Dazu habe ich euch schon mal ja gesagt, also alten Ganghebel hernehmen. Ich suche mal einen sauberen raus. Oder, was ich immer ganz gerne nehme, so eine Feststellzange. Weil die geht mir schneller, als wenn ich dann jetzt sage, okay, ich will jetzt da einen Schalthebel aufbauen. Also mit der Feststellzange einmal anzwingen, dann kann ich hier schalten. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Na, ich sehe schon, die Richtung kann ich nicht richtig schalten. Runter gehen die Gänge super. Aber rauf gehen sie noch nicht richtig. Also muss ich die hier auf jeden Fall nochmal nachstellen. Dazu gibt es so ein kleines Rohr. Habe ich auch schon mal bei den Werkzeugen vorgestellt. Was ich da gerne hernehme. Innendurchmesser 8, außen kann 10 sein. Und dann können wir hier nachstellen. Das passt dann hier drüber und ich gehe in die Kerben rein. Jetzt bin ich in der Kerbe drin und kann die Schaltung ein Stückchen nachstellen. Halbe Umdrehung reicht im Allgemeinen. Beim Fünfganggetriebe musst du mit kleineren Schritten arbeiten. Also Viertelumdrehung ist dann wirklich schon eine halbe Weltreise für das Getriebe, weil es halt null Spiel hat. Gut, dann ausprobieren. Schon geht der zweite Gang rein. Erster geht immer noch rein, zweiter geht, bis zum vierten schaltet es durch. Immer die Achse hier, die Getriebe werden mitdrehen, weil die Kugeln sitzen ja in unterschiedlichen Positionen, damit die dann in die Taschen reinrutschen. Sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht. Leerlauf, fertig. Geht bei laufendem Motor natürlich automatisch und wesentlich besser. Richtig. Es gibt hier auch nochmal so einen Deckel, den habe ich auch schon mal gezeigt. Ja, oder? Mhm. Ja. Also ihr könnt euch ja auch so einen alten Deckel zur Hilfe nehmen. Also ich habe mir hier ein Deckelstückchen abgeschnitten. Könnt ihr hier hinten raufsetzen. Fällt mir auch nochmal ein. Hier fehlen noch die ganzen Stifte noch. Ah, ja, ja, die Führungsstifte für die Deckel. Führungsstifte für die Deckel. Also den könnt ihr nachher hinten reinsetzen. Und dann wird das erstmal schon mal diese Schaltwalze geführt oder die Schaltklaue geführt. Und damit seid ihr auf der sicheren Seite, dass die Gänge auch schalten. Probieren wir nachher später nochmal aus. Aber ich habe Vertrauen, dass das funktioniert. Und das kann man ja wunderbar einstellen, wenn der Motor komplett zusammengebaut ist. So ist es. Da muss man ja gar nichts auseinandernehmen. So, Andreas hat uns auch einen neuen Kupplungskorb mitgeschickt von ZT Tuning, einen geradverzahnten. Den setzen wir mal ein. Erstmal kommt hier der Wellenkeil rein, dieser Halbmond. Also sieht im Endeffekt so aus. Das ist der Halbmond dazu. Der muss hier rein. Geht ein bisschen straff. Kann man auch noch ein bisschen mit einem kleinen Hammer nachdrücken. Der hält das Zahnrad in richtiger Position und dann setzt das Zahnrad auf. Gut, dann haben wir in dem Sicherungsset eine Sicherungsscheibe dabei. Das ist die alte. Ich zeige euch jetzt mal, warum ich die alte wieder hernehme. Weil wenn ihr euch das mal anschaut, die Sicherungsscheibe, das ist die mitgelieferte, also praktisch aus dem Sicherungsset. Die sieht man nicht vertrauenserweckend aus. Die hat eine schöne lange Nase und die fasst. Ich sehe es noch nicht richtig. Jetzt geht es so. Ja, die ist deutlich länger. Die ist deutlich länger und besser ausgeformt. Also Material ist auch ein bisschen dicker. Deshalb nehmen wir die wieder her, setzen die auf und dann kommt hier der Drehzahlmesserantrieb noch drauf. Den hat Andreas auch mitgeschickt. Den wollten wir, glaube ich, noch umbauen, oder? Den müssen wir noch ein bisschen umbauen.
Das ist der Drehzahlmesserantrieb. Warum müssen wir den umbauen? Weil es dafür normalerweise andere Antriebsritzel gibt. Genau. Was aber in meinen Augen auch gar keinen Sinn macht. Und zwar haben die hier hinten so einen Flansch hinten dran. Also direkt dran. Also ist hinten so ein Flansch dran. Den werde ich jetzt noch wegschleifen. Den machen wir uns weg. Und dann setzen wir die schön hier hinten auf. So wie normalerweise die Mutter auch aufsitzt. Genau. Und dann können wir die auch ordentlich fixieren. Und weil sonst hat man nämlich diesen ganzen Sicherungsring nachher nicht drauf, den man da hochbringt. Theoretisch, aber der sitzt dann ein bisschen zu weit draußen, wenn man das dran lässt. Ja, also könnte, wollen wir nicht. Könnte vielleicht auch Schwierigkeiten mit dem Deckel geben. Machen wir es lieber weg. Genau, machen wir es lieber weg. Also da gehen wir jetzt mal in den Schleifbock und machen das so. Weg. Also wir haben mal hinten diesen kleinen Ansatz ein bisschen weggefeilt. Und setzen den mal jetzt auf. Gut. Festziehen tun wir den nachher ganz einfach, indem wir dann mit dem Kupplungskorb hier nochmal mit einem Zahnrad blockieren. Und beim Kupplungskorb haben wir jetzt hier noch Ausgleichsscheiben mit dabei. Ne, das sind keine Ausgleichsscheiben, weil die passen hier nicht drauf. Das sind keine. Da muss ich gucken, wo ich die Ausgleichsscheiben nochmal mir her besorge. Kupplungskorb Ausgleichsscheiben 1,4 und hier haben wir noch Millimeterscheiben. Gut. 1,0. Das ist eine 1,0er. Hat ein paar Lagerspuren, aber das macht nichts. Also die werden wir verwenden. 1,0er hinten. Ist wichtig, dass wir dann eine 1,0er setzen und dann gleichen wir dann vorne aus und gucken uns das mal an, was wir vorne brauchen. Also wir nehmen noch mal eine 1,0er dazu. Habe ich doch gerade hier eine Tüte voll gehabt, die hier bei uns. Das ist jetzt eine 1,1. Die setzen wir mal hinten rein und dann nehmen wir die Fühllehre dazu. Das ist meine Augenlehre, sagt, die passt gerade gut. Die passt gerade gut. Genau, und der sollte ja Spiel haben von 0,3 bis 0,4. Also nehmen wir mal einen 0,3er her, setzen die hier hinten rein. Okay, mehr Augenmasse ist nach. Richtig, weil die ist rutscht, so dick. Die rutscht schon drüber. Wie habe ich denn das letzte Mal gemacht, Thomas? Du hast gesagt, du hast die einfach durchgedrückt. Ich habe die durchgedrückt. Wie hast du durchgedrückt? Ich habe die alten Kupplungsscheiben genommen. Beherzt. Beherzt. Beherzt mache ich jetzt mal. Viel mit, einfach Thomas. Nee, das schief. Habe ich schon gehört. Nee. Das drückst du nicht, Thomas. Na ja, gut, meine waren natürlich auch schon gebraucht. Ne? Was deine? Die Kupplungsscheibe? Nein, die Scheibe nicht, die war neu, aber der. Ich habe das letzte Mal, habe ich das. Moment, das letzte Mal habe ich das so gemacht. Also und den eingespannt, haben wir ein bisschen Luft. Ha! Was gemacht? Einfach reingedrückt. Genau. Reingedrückt und gedreht. So. Und da sitzt er. Aha. Hat funktioniert.
Jetzt hast du es nicht gefilmt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber gerade dabei den Kasten auf die Seite zu schieben, dass der nicht runterfällt. Weil das würde ja wieder passen heute, ne? Aber ich krieg's auch nicht wieder raus. Nee, das kannst du vergessen. Das wird nichts. Ja. Ja. Also, ich habe es einfach hier aufgesetzt, habe die Scheibe aufgesetzt und einfach nach hinten runtergezogen. Und damit sitzt das Ding drin. Hm. Gut. Dummeis! Wie spät haben wir sie überhaupt? Halb zwölf. Gut, also das wird heute übrigens noch eine Premiere. Weil wir haben eine komplett neue Kupplung. Und zwar ist das eine... Also war 5-Lamellen-Kupplung bei euch, ne? Jep. Andreas hat uns eine 5-Lamellen-Kupplung besorgt. Und die schauen wir uns jetzt mal an, wie das montiert wird. Also das ist schon mal soweit klar. Das gehört dann hier rein. Genau. Zum Montieren brauchen wir natürlich auf jeden Fall unseren alten Deckel. Ja, da geht der neue nicht. Weil das, also wenn ihr die Druckplatte hier verkehrt rum aufsetzt, könnt ihr das mit den Schrauben, also aufpassen, dass die 4 Löcher übereinstimmen, nicht so ersetzen, dass das nicht stimmt, dann zieht das Ding schief, sondern 4 Löcher übereinstimmt. Und dann könnt ihr mit den kleinen Schrauben, die dabei sind, könnt ihr die ziehen. Braucht ihr nur 2 Stück. Nehmt euch eine 8er Nuss und dann könnt ihr die Scheibe spannen. Gleichmäßig spannen ist in dem Fall wichtig, damit ihr euch die Druckfeder nicht gleich verzieht. So, dann habt ihr jetzt schon mal das Ding schön gespannt. Und könnt hier in aller Ruhe... Also der Deckel sieht aber schon mal echt fein aus hier, der, ne? Der sieht richtig fein aus, ja. Könnt in aller Ruhe die Scheiben auflegen. Kupplungslamellen haben wir hier. Also ist was Neues für mich. Sieht aus wie Aluminiumscheiben. Mit... Material belegt. 5 Stück. Mhm. Ölleit, also Ölnuten hat der gar keine, wie es ausschaut. Oder, nee. oder beidseitig, wie wir es sehen. Nee, also das Öl muss dann hier zwischendurch durch die Kammern. Also. Aber da gibt es keine linke und rechte, obere und untere Seite. Nee. Müssen wir mal gucken, wie das gefertigt ist. Also die sollen ja recht gut hier reinpassen. Mhm. Passen sie auch. Dann bauen wir das Ding mal zusammen. Wird schon irgendwie gehen. Also Öl nicht vergessen. Macht sich immer gut. Weil dann haben die nicht so viel Abrieb am Anfang, wenn die das erste Mal laufen. Jetzt sind erstmal schon mal vorgeölt. So, eine. Dann kommt eine Metallscheibe zwischen rein. Die sind auch viel, viel dünner. Also die sind hauchdünn. Ja, müssen ja auch. Die haben ja nicht mehr Platz als die Filamellenkupplung. Ja. Muss ja alles relativ dünn gehalten sein. Bin ich gespannt, wie das Ding geht. Hm. F-
filigranes Material. Da habe ich richtig Angst, dass ich die nicht gleich zerbreche mit meinen Pranken. Vielleicht musst du das Öl auch dünner auftragen, damit es nicht zu dick wird. Hat sich Spaß. Das ist bei Fett so der Fall. Es kriecht nachher schon in die Abstände zwischen rein. Also da, das kriegt sich schon. Ja. Aber es poppt dann halt auch ein bisschen. So, noch eine. Hoffentlich geht das alles rein. Ja, bis jetzt geht's noch. Könnte knapp werden, aber es könnte auch passen. Ja, es könnte auch ein Stückchen Luft sein. Also. Sollte eigentlich, ne? Ja, wäre gut. Wäre ganz gut. Also. So. Das wäre der erste Teil. Jetzt kommt die letzte Abschlussscheibe hinten drauf. Da gibt es zwei Richtungen, also einmal hier aufgeworfen und hier einmal eingeprägt. Die eingeprägte Seite kommt nach außen. Die eingeprägte kommt nach innen. Nach innen. So, und dann natürlich die Feder drauf. Ja. Ich sage euch eins. Das ist eine knappe Sache, ne? Das ist wirklich eine richtig knappe Sache. Weil die sitzt noch nicht. Die ist noch nicht drin, die Feder. Die ist noch nicht drin. Aber der ist maximal gespannt. Richtig. Hier sitzt sie doch, die sitzt gerade. Oh, doch, die sitzt gerade so drin. Wahnsinn. Doch, der sitzt. Aber das ist im Prinzip das Maximum. Was, na gut, eventuell kann man noch ein bisschen mehr drücken mit dem Kupplungshebel, aber die Dinger sind ja fest jetzt, ne? Das ist richtig, ja. Und zwar richtig fest schon. Weil hier sind jetzt auch die Kupplungsscheiben fest, weil normalerweise habe ich die Kupplungsscheiben so, dass ich die drehen kann. Ja. Aber hier sitzt das Ding ja schon richtig bombefest. Ja gut, mag vielleicht auch daran zusammenhängen, dass ja diese Scheibe hier relativ dick ist, ne? Das ist richtig. Weil original ist die etwas dünner. Aber die gehört... Ach, guck mal, jetzt haben wir die windige Schraube wieder gefunden. Ach, da ist die. Die wollte man ja mal zeigen. Die billige Aluminiumschraube mit einer Gewindegängen. Ja. Und zwar soll die nach... Auf der Welle hier drin drauf. Ach, das ist gut im Messer. Und zwar soll diese einfach hier auf der Welle nachher drauf und soll ein Zahnrad halten. Und das Ding lässt sich schon nicht mal aufschrauben, wenn es überhaupt nichts halten muss. Richtig, das lässt sich schon gar nicht, also das passt schon mal vom Gewinde her nicht. Also, das, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also, mal zum Vergleich, die Original. Das ist die Originalmutter und das ist das, was in dem Set, dem Schraubenset mitgeliefert wurde. Anschauungsmaterial. Also die hier passt hier drauf. Die lässt sich auch gut schrauben. Die kann man auch festziehen. Das geht gar nicht. Also, Okay, und jetzt zurück zur Kupplung. Jetzt gucken wir uns das Ding hier mal an. Wie kriegt man das jetzt verbaut? Kann man das. Ja, ich traue mich fast nicht, aber kann man den mit einer Zange gerade machen oder muss man den Ring nochmal rausnehmen und vorher gerade rücken? Ja, aber. Also lässt sich schon rücken. Aber. Heiße Sache. Ja, aber es ist auch verschoben, ne? Mhm. Geht so. Das ist noch alles noch nicht so an dem, wo es soll. Aber vielleicht ist eine Lamella Reserve. Glaube ich nicht.
Also, das ist Glaube ich. wirklich. Ja, oder schließt es jetzt mal rein, da muss man schauen, ob man sie vorsichtig aus dem Korb wieder rauszieht, dass sich möglichst nichts mehr verschiebt. Und dann den Ring wieder aufsetzen. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ich auch nicht, aber ich. Weil das fällt einfach nur auseinander. Ja, ich weiß. Und du kommst einfach, nee, das geht nicht. Ja gut, die Scheibe ist erst einmal noch nicht so entscheidend. Die anderen, die müssen zusammenpassen, dass die da in die Führungen reingehen. Das ist ja. Schreibt's mal in die Kommentare. Wie baut man das Ding zusammen? Weil ich glaube nicht, dass man das mit der anderen Druckplatte machen kann. Weil die ist ja viel zu filigran und das ist ja das Aluminiumteil. Also mit dem Aluminiumteil. Ich möchte es auch nicht riskieren. Würde das nicht riskieren wollen. Alles klar, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr Nabo löst, seid ihr mit dabei, wenn es weitergeht mit S51 Motor oder S53 Regenerierung oder anderen Projekten, die ich jetzt momentan wieder mache. Also es kommt jetzt auch nochmal ein S50 Motor. Ja, und ansonsten wünsche ich einfach viel Spaß. Schreibt mir was in die Kommentare rein, wenn ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas verbessern könnt, wenn ihr Ideen habt, was wir machen können, wenn ihr sagt, okay, Werkzeug. Guck mal, da gibt es geiles Werkzeug, das kannst du verwenden. Andreas hat mir jetzt schon ein bisschen was geschickt. Also Handschuhe für die heißen Sachen und Magnet für die metallischen und natürlich auch eine Hilfe für die Schnurfeder. Also Dankeschön dafür. Echt geiles Zeug. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und traut euch was. Bis dahin. Ciao. Ciao.